Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS, aka KI-Gespräche. Ja, ist immer noch. Also, wer, ja, guckt euch die letzten beiden Folgen an. Genau, also, wo ich die letzte Folge war. Ne, das heißt also, letztendlich, obwohl die KIs für sich halt relativ eingeschränkt sind, kannst du halt durchaus sagen, okay, du hast halt ein Frontend, ne, die Bilderfassung, daraus ist das Szenario, und dann kannst du ja ChatGPT im Prompt stellen, wo du sagst, okay, ich habe eine Person, oder meinetwegen auch einfach ein Ziel, versuche bitte dich, ja, versuche einfach zu überleben. So, dann wird ChatGPT nicht nachdenken können, weil es kann nicht denken. Es weiß aber aufgrund seiner Daten, seines neuronalen Netzwerks, was es so typischerweise tun muss, um zu überleben. Das heißt, es kann dir aufgrund dessen auch, ja, wenn du ihm ein bestimmtes Szenario gibst, was ja die Kamera in dem Moment tut, also die erste KI, die das Bild interpretiert, kann dann ChatGPT dann anhand dessen sagen, okay, wenn ich jetzt wenn jetzt hier eine beschreibt, dass vor mir zwei böse Männer stehen, oder allgemein zwei Männer stehen, die mit einer Waffe auf mich zielen, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, diese beiden Männer zu überwältigen, weil die wollen mir wahrscheinlich was Böses tun. Ne? Das weiß ChatGPT zwar nicht, würde es aber vermuten. Aufgrund der, ne, aufgrund des Netzwerks. Des neuronalen Netzwerks. Und dann kann es natürlich dann das als Prompt denn ausgeben. Und die andere KI, also ChatGPT sagt jetzt nicht, dass es die weiter umbringt, sondern wie gesagt, es soll eine Beschreibung machen. Das heißt, es nimmt, ne, ChatGPT sagt dann zum Beispiel, dass es den Arm hochnimmt und bei der Waffe, die sie selber trägt, den Abzug drückt. Und die nachgeschaltete KI würde dann daraufhin die Motoren des Roboters aufgrund dieses Eingabeprompts bewegt deine Arme nach oben und drück ab. Die Motoren entsprechend so ansteuern, dass der Roboter die Arme hochnimmt und schießt. Und wie gesagt, ne, ist das natürlich sehr vereinfacht ausgedrückt. Man müsste halt das entsprechend gut anpassen, gerade die Prompt, damit ChatGPT halt wirklich das macht, was man möchte. Aber es ist technisch halt trotzdem möglich, die KIs so miteinander zu verschalten, dass eine Maschine nicht intelligent ist, aber doch ein Ziel verfolgen kann. Ob es das perfekt macht oder ob es dabei fatale Fehler macht, ist jetzt mal völlig dahingestellt. Ne, auch ChatGPT kann scheiße labern, wenn der Tag lang ist. So, darin ist ChatGPT unglaublich gut. Aber wenn du halt dann so 10 Roboter hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens, na, ich sag mal, 5 davon die Ziele erreichen, doch relativ hoch. Ha. Und ich meine, alles, was du tun musst, ist, solche Roboter denn in die Ukraine zu schicken und zu sagen, okay, alle Fahrzeuge, die ein Z aufgedruckt haben, ja, du hast so schon Raketen, wir vernutzen doch einfach mal. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wie gesagt, die Möglichkeiten, die wir jetzt schon haben, sind halt beängstigend. Noch beängstigender ist es aber, dass wir dieses Grad oder diesen Grad an KI innerhalb der letzten 10 Jahre geschafft haben. Und was in den nächsten 10 Jahren möglich sein wird. Das ist halt das, was halt so unglaublich, also so unwirklich ist. Sich einfach mal vorzustellen, einfach mal so zu extrapolieren,
anhand der letzten 10 Jahre, was in den nächsten 10 Jahren passieren kann. Dann, was in den nächsten 20 Jahren passieren kann. Und dann in den nächsten 30 Jahren. Es ist so mächtig, dass ich, egal was ich mir vorstelle, es nicht... Ne, ich, wie gesagt, das Beste ist ja, wie gesagt, der Beispiel mit den PCs, ne? Da ist es relativ einfach, ne? Da kann man so schon sagen, ja, geil, Computer, Ich meine, was wird in den nächsten 10 Jahren passieren? Naja, es wird wahrscheinlich Computer geben, die haben dann vielleicht nicht nur hunderte Prozessorkerne, sondern vielleicht tausende Prozessorkerne, oder wenn das ganz wild läuft, vielleicht hunderttausende Prozessorkerne. Und wer weiß, vielleicht gibt es vielleicht einen Quantensprung in der Art, wie Prozessoren bauen mit diesen Nanonetzen, also diese Kohlenstoffröhrchen, womit man Leiterbahnen bauen kann, dass man dann Prozessoren hat, die nicht nur 5 GHz takten können, sondern 50 GHz takten können oder vielleicht 500. Also das sind alles Sachen, da kann man schon rumspinnen. Biege nach rechts ab. Es kann sich aber nicht sehr viel tun. Vielleicht außer, dass alles schneller wird und besser wird. Bei KI hat man das aber nicht. Ja, bei KI kann sich wirklich nicht nur die Art, wie leistungsfähig KI wird, verändern, sondern auch einfach das Wesen, also das, was man mit einer KI alles machen kann, wird sich auch drastisch verändern können. Das heißt, du kannst nicht einfach nur sagen, ja, weiß nicht, jetzt gibt es ChatGPT und in 10 Jahren gibt es ja vielleicht ein GPT 5 oder 6 oder 7, das so leistungsfähig ist, dass es dir die Welt erklären kann. Ja, ich meine, es war möglich und höchstwahrscheinlich, aber es kann halt noch viel mehr passieren. Und das wird dann alleine in 10 Jahren. Es ist vorbei. Oh Mann, Alter. Irgendwie bleib ich heute überall hängen, kann das sein? Gut, vielleicht auch, weil ich jetzt Zeit rede. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, aber tatsächlich grün. Siehst du, ist alles gut gelaufen. Und nicht mal Frachtschaden. Let's go. Ja, wie gesagt, das ist so ein Ding, was interessant wird. Worauf ich mich schon so ein bisschen freue. Ne? Manche Leute haben vielleicht, wie gesagt, zu Recht, um jetzt mal den Punkt zu schließen, ein bisschen Angst davor, was KI alles in der Lage ist. Und ich verstehe auch die Politik, dass sie sagt, okay, wir müssen Gesetze erlassen, um das ein bisschen zu limitieren, aber Hand aufs Herz, die Politik hat keine Chance. Wenn Politiker wirklich glauben, sie könnten den KI-Markt kontrollieren, ich glaube, dann verstehen sie nicht, wie das Internet funktioniert. Weil die Sache ist, alles, was du brauchst, ich meine, klar, Atomkrieg könnte man vielleicht den Atommarkt könnte man vielleicht kontrollieren, weil du brauchst zum Anreichern von Uran bestimmte Materialien, die musst du kaufen und den Handel damit kannst du halt gesetzlich regulieren. Da kann eine KI da schon, die Politik eingreifen. Oder sowas wie Gesetze erlassen, Emissionen bei Autos. I don't know. Aber das Internet, da irgendwas zu kontrollieren, hat noch nie funktioniert. Und KI zu kontrollieren, wird schon mal gar nicht funktionieren. Weil selbst wenn die Regierung irgendwie sagt, ja, okay, wir müssen die Leistungsfähigkeit einschränken, der meiste Scheiß ist Open Source. Das, wie GPT-3 funktioniert, ist bekannt. Es gibt, wie gesagt, ne, Bildskalierungs-KIs, die Open Source sind. Also, jeder kann sowas machen, der genug Ahnung davon hat und die Rechnerleistung dafür. So, wir haben mittlerweile 60.000 wieder. Finde ich noch nicht sehr viel, weil LKW kaufen damit wird nichts. Ah, ich glaube, wir warten erstmal, bis wir hier den Kredit wieder abgezahlt haben. Fahrermanager.
Oh. Kann es sein, dass sie zwar wirklich einen Punkt nach dem anderen reinbekommen, aber den hier erstmal auslassen? Weil der Punkt ist auf jeden Fall dazugekommen. Der ist neu. Ich dachte, dass sie immer hier vorne beginnen und dann einfach den oder den machen. Ha. Gut, dann wohl nicht. So, wir machen erstmal einen weiteren Job. Und ich würde sogar tatsächlich mal sagen, wir machen mal hier ein bisschen was Extravagantes. Ich weiß noch nicht was. Digga, 90 Tonnen, muss ich verarschen? Nutzfahrzeugchassis. Wow. Wo haben wir mittlerweile eigentlich? Wir haben jetzt überall so ein bisschen gelbe Linien drinnen, ne? Guck mal, hinten zum Beispiel waren wir noch gar nicht. Und 60 Tonnen Transformer, let's go, Alter. Was gibt's denn noch so? Hier hinten im Montana? Hätte schon Bock drauf, ne? Let's go. Nehmen wir das. So, wer hat gerade 27 das Jahr? Wow, der riesige Unterschied. Ist ja kaum was. Wir sind ja normalerweise schon eher so bei 40 oder sowas, ne? Ja. Ja, 39, 40, so in dem Dreh. Da können wir uns doch nicht mit einem Auftrag für 27 zufrieden geben. Ha. Ist auch bis 31, 26. God damn it. Aber ich hätte schon Bock darauf. Hier unten auch noch nicht. Aber auf plus 30. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Hier war wohl noch nichts ganz, also könnten wir das hier vielleicht schön machen. Jetzt haben wir auch ein bisschen hier im Hinterland was gemacht. Kriegen wir auch fast 40? Ah, 400 PS gerade mal. Und das bei 25 Tonnen, das geht aber eigentlich. Volvo. Was ist. Na gut. Ja gut, die können wir auch machen. Haben wir unten wieder ein bisschen was. Und das ist ein schöner LKW. Was bist du denn? Ah, nee, da unten waren wir jetzt schon die letzten Male. Da haben wir schon hier alles gelb. Das war ein bisschen langweilig. Das sieht doch gut aus. Hier unten schön erkunden mit einem schönen LKW. So, let's go. Da bin ich voll dafür. Ich höre Geräusche. Hier kommt von hier, aber hier ist gar nichts. Ja, da wo ich jetzt bin, von hier kommen die Geräusche. Aber hier ist genau gar nichts. Ah ja. Okay, wir fahren los. Oh, endlich mal wieder ein LKW mit schönem Bedienelement hier. Nice.
Ja, deswegen, also, so hart das Herz, aber die Regierung oder die Politik, egal wo auf der Welt, ich meine, in Ländern wie China, wo man wirklich alles kontrolliert, auch das Internet, da könnte man vielleicht auch was durchsetzen, aber in der westlichen Welt wirst du den KI-Markt nicht kontrolliert bekommen. Nicht mit den Mitteln, die die Politik hat. Keine Chance. Und das ist halt... Ja, interessant. Ich meine, man hat ja schon so gesehen, als es so losging mit den ganzen KIs und den... ich weiß gar nicht mehr, wie der Fachbegriff dafür ist, wenn du Gesichter austauschst. Ne? Also, wenn auf irgendwelchen Pornodarsteller das Gesicht von irgendwelchen... Stars draufklebst, sag ich jetzt mal. Ja, so dass es halt aussieht, wie als wenn die Promis, keine Ahnung, in irgendwelchen komischen Sachen verwickelt sind. Allein das hat man ja schon versucht, auf Politikebene zu limitieren. Und was hat man geschafft? Genau gar nichts. So, es ist in keinster Weise irgendwie limitiert. Klar, man kommt als normaler Sterblicher jetzt nicht so leicht an solchen Content ran. Ach, aber das ändert auch nichts an der Sache. Boah, Alter, schöne Gegend hier. Eieiei. Gut, der Berg hinten sieht sehr künstlich aus, aber gut. Digga, schon wieder Frack Tank? Ernsthaft? Holy Guacamole. Wait, Moment. Wir haben Daycap? Was ist das für ein Billo-LKW? Warum haben wir Daycap? Ekelerregend. Ja, und wie gesagt, dementsprechend kann ich natürlich die Leute verstehen, die sagen, okay, ihnen macht das Thema KI Angst. Und ich glaube, ich bin da in dem Sinne einfach ein bisschen geschillter, weil ich das Thema Menschheit sowieso abgeschlossen habe. So, also mir ist persönlich sowieso egal, was so die Zukunft bringt. Ich verstehe mich selber eher so in der Rolle des Betrachters. Ne, also ich gucke einfach, was passiert und lebe halt in den Tag hinein. Und bin halt offen für das, wie sich die Sachen entwickeln. Und ja, dementsprechend habe ich auch vor den Schäden, die KI anrichten kann, sind mir persönlich halt letztendlich relativ egal. Zumindest insoweit egal, dass ich sage, dass ich sagen kann, dass mein Trieb, die technischen Vorteile davon zu erfahren, größer ist als die Angst und ich dementsprechend eher dafür bin, sowas weiter zu fokussieren, ne? Wie halt zum Beispiel solche Sachen mit Augmented Reality. Dass man dann halt... Komm, wir schaffen es noch. Hä? Achso, wir müssen nach rechts abbiegen. Ich muss nach links. Ja, wie gesagt, also ich persönlich... Ich freue mich eher auf das Thema KI. Und bin echt für alles offen, was da noch kommt. Aber ich kann natürlich, wie gesagt, auf der anderen Seite auch die Leute verstehen, die Angst davor haben. Ist wahrscheinlich auch eigentlich besser so. Aber ich freue mich drauf. Endlich mal wieder eine Handbremse, die ordentlich klingt.
Wow, 5000. Ja, klar, wo wir jetzt schon als Mitarbeiter haben, die ordentlich lange Strecken fahren können, ne? Ja, siehst du, da ist der Kredit jetzt schon kein Problem mehr. So, können wir gleich mal gucken hier, ob wir wieder irgendwelche schönen Fragezeichen aufdecken können. Oh ja, hier ist eine Werkstatt. Ich meine, gut, andererseits, werkstattmäßig haben wir eigentlich schon alles, was uns interessiert. Sonst gibt es hier gar nichts am Anderköln. Das ist auch bloß eine Werkstatt. Vor allem gar schon weiter Umweg. Nee, das ist mir dann definitiv nicht wert. Hierüber könnte man reden. Aber auch bloß Werkstätten. Ich hatte irgendwie gedacht, oder gehofft, dass wir noch ein paar Recruitment Agencies erkunden. Fahrt vorsichtig. Ja, 30 Stunden plus, das heißt, wir können jetzt auch gleich pennen gehen, aber wird dabei dunkel. Von daher. Ja. Mann, ich wollte wenig E drücken. Fahr los, du Affe. Rechts halten. Bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts ab. Was sind diese drei grünen Dinger da? Oh, ist auch ein grünes Ding. Wow. Biege nach rechts ab. Ach, das sind wahrscheinlich Markierungen für die Leitplanke, ne? War gerade hier rechts von uns neben der Leitplanke, als die angefangen. Ist gerade heller geworden? Ja, als ich gerade angefangen habe, waren auch wieder drei Punkte. Ach, stimmt, das sind immer drei Punkte und immer ein Punkt, wenn das Ding aufhört. Ist mir noch nie aufgefallen. Wow. Überall so ein weißer Punkt. Kann es sein, dass es einfach nur in diesem Bundesstaat so ist? Dass die einfach so viel Langeweile haben? Ha, endlich können wir mal wieder 75 fahren, ey. Oh Mann, hab ich das vermisst. Das ist so ein bisschen das Problem an der West Coast, dass du da halt immer nur so langsam fahren darfst. Warum Panier so lang waren? Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich habe auch gerade so schön Speed drauf. Weißt du was? Auf geht's. Wenn wir mal so schnell fahren dürfen können, dann will ich das auch ausnutzen. Warum dürfen wir jetzt nur noch 65 fahren? Och, leck mich doch am Arsch. Bitte links halten.
Hätte doch abbiegen können. Oh, jetzt sind wir noch 55. Ihr wollt mich doch verarschen. Finde ich nicht sehr nett. Dann soll das für die Folge auch erstmal gewesen sein. Und dann sieht man sich zu einer späteren Folge dann wieder. Bis dann.